Sirak und die Ringeltaube, eine irakische Geschichte. Eines Morgens fanden die Ringeltaube und ihre Schwestern verstreut ausliegende Samen des wilden Safrans. Sie begannen zu picken und freuten sich so sehr über ihr köstliches Frühstück, dass sie das Netz im Gras nicht bemerkten. Plötzlich schloss sich das Netz um sie und sie waren gefangen. Die Schwestern der Ringeltaube flatterten mit den Flügeln und schlugen panisch um sich. »Bleibt ruhig«, sagte die Ringeltaube. »Der Vogelfänger kommt. Wenn jede von uns nur versucht, sich selbst zu befreien, werden wir alle gefangen werden. Um zu entkommen, müssen wir zusammenarbeiten.« »Aber was sollen wir tun?« riefen ihre Schwestern verzweifelt aus. »Versuchen wir, im Einklang mit unseren Flügeln zu schlagen«, sagte die Ringeltaube. »Vielleicht können wir das Netz vom Boden heben und außer Reichweite des Vogelfängers fliegen.« Als also die Ringeltaube rief, »Fliegt!«, schlugen sie alle gemeinsam mit den Flügeln. Gerade als der Vogelfänger das Netz packen wollte, erhoben sich die Ringeltaube und ihre Schwestern wie ein riesiger Vogel vom Boden und flogen über seinen Kopf davon. »Ihr werdet mir nicht entkommen«, schrie der Vogelfänger und hob zornig eine Faust. »Das ist mein bestes Netz!« Und er rannte hinter ihnen her. Die Ringeltaube und ihre Schwestern flogen so schnell sie nur konnten, doch das Netz war schwer. Und bald wurden ihre Flügel müde. »Wir sind immer noch gefangen«, seufzten die Schwestern. »Und wenn wir uns ausruhen, wird er uns erwischen.« Die Ringeltaube bemerkte, dass sie sich einer Stadt näherten. »Lasst uns dorthin fliegen«, sagte sie. »Durch die engen, gewundenen Gassen kann der Vogelfänger uns nicht folgen. Ich habe einen Plan, um uns zu befreien.« Mit aller Kraft, die sie noch aufbringen konnten, flogen die Ringeltaube und ihre Schwestern weiter, über die Stadtmauer in ein ruhiges Gässchen, wo sie hinabflatterten und erschöpft im Netz liegen blieben. Wie die Ringeltaube vermutet hatte, folgte der Vogelfänger ihnen weiter in die Stadt, verirrte sich aber bald im Gewirr der Straßen und geschäftigen Märkte. Als er merkte, dass er weder die Vögel noch das Netz je finden würde, gab er schließlich auf und ging nach Hause. Währenddessen bedauerten sich die Schwestern der Ringeltaube. »Dem Vogelfänger mögen wir ja entkommen sein«, klagten sie, »aber in dieser Stadt voller hungriger Katzen und Hunde sind wir keineswegs sicher.« »Vertraut mir«, sagte die Ringeltaube, »ich habe euch doch gesagt, ich habe einen Plan.« Sie drängte sich zu einem kleinen Loch im Schatten der Straße und rief, »Sirak, Freund, Sirak!« Ein brauner Mäuserich spähte aus dem Loch. »Wer ruft mich da beim Namen?« sagte er und blinzelte ins Sonnenlicht. »Meine Schwestern und ich brauchen deine Hilfe«, sagte die Ringeltaube. Sirak rannte zu ihr. »Ringeltaube, alte Freundin«, rief er, »wie bist du in dieses Netz geraten?« Da erzählte die Ringeltaube, wie sie dem Vogelfänger entkommen waren. Sofort machte Sirak sich daran, an dem Netz zu nagen und seine Freundin zu befreien. Die Schwestern flatterten ungeduldig umher. »Beiß her«, drängten sie, »befreie mich zuerst!« Aber Sirak beachtete sie nicht und nagte weiter an dem Loch für die Ringeltaube. »Rette zuerst meine Schwestern, Sirak«, flüsterte die Ringeltaube, »befreie mich zuletzt.« »Aber sie denken nur an sich«, rief Sirak aus, »sie sind einander gleichgültig.« »Wenn du mich zuerst rettest, wirst du vielleicht müde und lässt sie zurück«, sagte die Ringeltaube. »Aber ich bin mir sicher, wenn du mich bis zuletzt übrig lässt, dann wirst du deine Freundin doch nicht im Stich lassen.« Sirak lachte leise in sich hinein. »Du hast recht, liebe Ringeltaube«, sagte er. »Das Schicksal deiner dummen Schwestern ist mir gleich, aber deine Güte ihnen gegenüber
lässt mich dich nur um zu mir lieben. So nagte er an dem Netz, bis er schließlich alle Schwestern befreit hatte und zu guter Letzt auch die Ringeltaube. Und die zwei Freunde konnten einander gerade noch Lebewohl sagen, bevor eine Katze in das Gässchen geschlendert kam und sie alle nach Hause einließ. Bis morgen.